Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Kind auf die Welt bringen ist auch heute noch die natürlichste Sache der Welt. Die Welt hingegen ist leider nicht mehr überall so natürlich, wie man es gerne hätte. Für die Babynahrung zum Beispiel hat der Gesetzgeber darum strengere Vorschriften erlassen als bei vergleichbaren Nahrungsmitteln für Erwachsene. Auch bei Coop ist man besonders aufmerksam bei der Auswahl und der Aufnahme von entsprechenden Produkten und hat schon vor einiger Zeit umgestellt auf biologische Kindernahrung unter dem Coop Naturaplan-Label. Wir kaufen für uns selber möglichst viel von Coop Naturaplan. Darum ist es eigentlich ja ganz normal, dass wir auch für Marcel die gesunden Gläschen nehmen. Das Gemüse, die Früchte und das Rindfleisch für die Coop Naturaplan Gläschen-Mahlzeiten kommen aus biologischer Landwirtschaft, das Poulet aus artgerechter Tierhaltung. Und mit den Knospen garantiert Bioswiss, dass die strengen Richtlinien für den Biolandbau eingehalten werden. Am besten ist halt immer noch eine neutrale und unabhängige Kontrolle. Wir haben Vertrauen in die Marke Coop Naturaplan. Und meinem Sohn da schmeckt's. Das Kind muss wegen der besseren Qualität aber nicht auf Abwechslung verzichten. Mehr als 20 verschiedene Menü sind bei uns zurzeit erhältlich. Gemüse, Früchte, Fleisch und Getreide oder auch alles kombiniert. Je nach Verfügbarkeit der biologischen Zutaten wird das Angebot von Zeit zu Zeit erweitert und ergänzt, wie jetzt mit verschiedenen neuen Gerichten. Ich habe verschiedene Konkurrenzprodukte ausprobiert. Vom Geschmack, aber auch vom Inhalt und von der Zusammensetzung her haben mich die fertigen Mahlzeiten von Coop Naturaplan am meisten überzeugt. Und der Marcel glaubt auch. Produziert werden die Gläschen-Mahlzeiten für Coop Naturaplan übrigens vom bekannten Kindernahrungsspezialist Galactina. Auch die bekannte Biofolgemilch Humana 3 gibt es neu unter der Marke Coop Naturaplan. Humana 3 ist auf Bedürfnis vom Säugling nach 4 Monaten abgestimmt. Und die Milch für die wertvolle Zusatznahrung stammt von Schweizer Bauernhöfen, die nach der Knospenrichtlinie biologisch geführt werden. Coop Naturaplan, das Beste für die gesunde Entwicklung von Ihrem Kind. Weiter geht's jetzt mit dem Rezept von Armin Amrain. Es ist das mal etwas Süßes. Richtig, schließlich darf man die Erwachsenen auch ab und zu etwas verwöhnen. Nicht nur die Kleinen. Grüezi miteinander. Für das Traubenkompott Beere waschen, halbieren und entkernen. Denn in Traubensaft oder Wasser mit wenig Zitronensaft, Zucker und Vanillin werden 5 Minuten einkochen. Lass abkühlen und nach Belieben mit einem Löffel Grappin parfümieren. Gehobelte Mandeln ohne Fett hellbraun rösten und rausnehmen. Pro Person eine Banane schälen, halbieren und bei mittlerer Hitze im Anken auf jeder Seite 3-4 Minuten braten. Auch hier wenig Grappin dazugeben, leicht erwärmen und dann anzünden. Aber Achtung auf den Dampfabzug! Zum Anrichten das Kompott auf einem Teller verteilen, eine Kugel Vanilleglasse und die beiden Bananenhälften darauf anordnen, mit den Mandeln bestreuen und sofort servieren. Das Rezept, Sie wissen es, können Sie diese Woche in der Coop-Zeitung nachschlagen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Weiter geht's mit dem Coop-Profit-Superspiel. In der neuen Coop-Zeitung konnten Sie schon schauen, ob Ihnen Ihre 5-stellige Endzahl auf der Coop-Profit-Karte Glück gebracht hat und Sie bei der Ziehung Warengutschein im Gesamtwert von über 20'000 Franken gewonnen haben. Offeriert worden sind die Preise auch das Mal von bekannten Marken. Und zwar von Nescafé Red Cup. Kräftig und aromatisch. Gaillet, der Inbegriff für feinste Schoki. Smarties und die Welt wird bunt. Nescafé Viennois, das Kaffeevergnügen mit Schoki. Und Matchi Fines Kürbiscreme, ein Hochgenuss für jeden Feinschmöcker. Herzliche Gratulation allen, die das mal gewonnen haben. Wie immer werden Ihnen die Einkaufsgutscheine in wenigen Tagen mit der Post zugeschickt. Zuerst jetzt aber zum GoProfit Supertreffer. Es ist das mal nicht wie gewohnt ein Auto, sondern 10-mal eine Reise nach Paris ins Disneyland im Wert von je 3'000 Franken. Gültig ist das Weekend in Paris für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Der Aufenthalt mit 2 Übernachtungen im 3-Stern-Hotel und natürlich der Eintritt in den Park mit den zahlreichen Attraktionen ist inbegriffen. Genauso wie der Flug mit einer Maschine von Air France. Coop und Nestlé wünschen viel Vergnügen und gute Reise. Unser Profitomat hat alle 10 Gewinne bereits im Voraus ermittelt. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie zu den Glücklichen gehören, die auf Paris reisen, dann schauen Sie in der Coop-Zeitung dieser Woche oder im Internet. Für alle, die das mal leer ausgegangen sind, gibt es in 14 Tagen neue Chancen. Und zwar verlosen wir einen wunderschönen VW Lupo. Vor der Tagesschau einstellen und das Coop-Studio schauen lohnt sich also. Lohnen tut sich diese Woche auch wieder unsere Aktionen. Herbstliche Galuna im 4er-Set kostet 6,90 €. Und 2 Pakete Jubilor-Kaffee Classico, Bohnen oder gemahlen sind 4 Franken günstiger.
Mit der GoProfit-Karte gibt es neue Rasiersysteme Mach 3 von Gillette mit 2 Ersatzklingen zum Probierpreis von 8,50 €. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Die biologische Kindernahrungslinie von Coop Naturaplan habe ich Ihnen heute vorstellen dürfen. In einer Woche ist dann wieder der Coop Frischmärkte an der Reihe mit einem Beitrag rund ums Brot aus unseren Bäckereien. Bis dann, eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.